Was geht und hallo, willkommen zurück hier zu PC Building Simulator zu einer neuen Folge, zur Folge Nummer 12. Wir haben hier das Ganze eben zwei Aufträge, die wir bekommen, und zwar PC kann Tanks of Memories ausführen, empfohlene Spezifikation. Vorweg, ja, ich werde genauer schauen. Und wenn ihr auch genauer schauen wollt, schaut gerne bei twitch.tv/qualex.tv vorbei, ich würde mich sehr darüber freuen. Und das soll ich die Spiral Engine 4 installieren. Eigentlich wunderbar, kaum Arbeit. Das Ganze überlege ich mir, ob ich mir hier vielleicht uns ein was gönnen. Hier haben wir das Netzteil, würde ich mal behaupten. Und da haben wir die GeForce GTX 89. Na, ich glaube, ich lasse mal und warte morgen, was wir morgen für Angebote hierfür bekommen. Tag beenden, let's go, nächsten Tag. So. Software. Raspberry Engine 4. Das machen wir mal. Das geht schnell. So. Gehen jetzt natürlich vorher ins Biosync hier XMP ein. Finish. Dann haben wir das einmal. So, und dann können wir hier mal derweil. Ja, es läuft. So, ich würde hier gerne die an die Spiral Engine. So, hat eigentlich noch einen Wunsch gehabt. Da. Habe in Kunststoff lila. Okay. Kriegt er auch gerne. So, schrauben wir das Teil auf. So, nehmen wir einfach alles weg. Alles, was hier irgendwie was mit Kabeln zu tun hat, alles weg. Und dann schauen wir uns halt an, welche Kabel wir verknüpfen können. So, machen das hinten hier auch auf. So, wir hätten hier noch das Kabel. So. Wir wollen hier gerne kabeln und zwar haben wir nicht. Wir haben keine linearen Kabeln, okay. So. Wunderbar. Kabel. Lila. So. Gut, dann schließen wir mal das Ganze alles an. Nein, ich will es jetzt auch nicht einschalten. So, na, thanks. Und das noch. So, ich sollte aber eigentlich alles wieder verbunden sein. Irgendwo haben wir zwar noch fehlende Kabeln. Nein, ich würde. Thanks und so gut. Müsste eigentlich das nur noch laden, dann wissen wir, es funkt. Thanks. Mein PC soll was ausführen. Dann schauen wir uns das mal ankassieren. Wurde Menschen 4 bekommen. Ich komme gern wieder. Um nur 4 von 5. Okay. PC kann Tanks of Memories.
Damit man auch vor euch ja kurz unseren Ups. So, dann schauen wir uns welche eben Tanks of Memories. Zum Laufen kriegen. Vielleicht können wir auch irgendwelche alten GPUs, die wir am Mass hier haben. Der ist, glaube ich, mal Maler. Tanks of Memories. Da will ich hier eigentlich den Minimal und empfohlen. Empfohlen. So richtig schon. Wir haben vorhanden, haben wir ReRAM und das passt. Das heißt, wir brauchen eine GTX 79. Weil Mintes, das mal so. Okay, das heißt, wir brauchen, benötigt, brauchen wir eine GTX 79. GTX. Die Frage ist, die besser? Aber ich wähle trotzdem einfach eine 79er, oder? 79. Wir haben hier ja irgendwo, genau. Ist 79 GTX. Haben wir hier PX GTX 79 haben wir hier und der hat hier GTX 79 und wir haben die 1650 1650 ist rund. Okay, wir brauchen eine 970er. Mesh GeForce. Hammer. Es ist aber keine 1970er Home. Ich habe eine 489er, 5, 75er, 57. Nope, gar nicht. Dann werden wir hier einfach die. Hat der eh so viel Teil? Ja, 300. Ding geht sich hier. Ich möchte jetzt dann fertig kriegen. Thanks. So. Haben wir auch eine 1050. Eine 79. Wollen wir hier gerne einbauen? Thanks. Wollen hier gerne alle Kabel installieren. Thanks. So, ich soll noch das Betriebssystem laden und dann Punkt, wir schauen trotzdem noch mal kurz an. Passt. Das war alles. Dann sind wir hier mit dem mal fertig. Obwohl, warte. Haben wir hier das XMP nicht aktiviert? Das schaut aber nice aus, oder? Ohne XMP geht hier keiner raus. Aber ich glaube, wir haben XMP aktiviert, kann das sein? Nein, haben wir eben nicht. So, dann hat aber auch mehr Freude damit. Du weißt, ladest. So. Genau, wir haben hier. Okay, das schauen wir uns gleich an. Genauer.
So, kassieren. Vollkommen fängst. So, wir haben neue Teile, danke. Auf den gibt weniger Gesamtausgaben den. Okay, was hast du denn hier für Speicherkapazität drinnen? So. Mach mal hier, kauf mal das für den. Dann hier, wir wollen das Ganze zweimal. Danke. So. Und zwar hier wollen wir Freundschirm ist eine Liste geben. Die wissen sicher, was denn die hierbei ist. Tut mir leid, sie müssen noch damit zu tun haben, sich einzurichten. Brauche ich dabei, meine Geschäftsreise ins Rollen zu bringen. Ich habe fast alles, was ich brauche, aber ein ganzes Aufwand gemacht. Ich dachte, es wäre jetzt für einen echten Büro-PC. Ich habe etwa 600 dafür Dinge. Freundschirm hat meine Liste gegeben, sie ist sicher. Wir haben CPU und Prozessor kann wohl zusammen. PSU, ich wusste nicht, dass das, was das ist. Nachgeguckt. Ist ein Netzteil. Deshalb gibt es auch eine Weichplatte. Entweder ist wohl auch GPU, ein Betriebssystem. Mehr hat er mir nicht ge. Wenn sie es gut machen, verrate ich ihnen auch meine Idee vielleicht. Okay, das soll nämlich PC kann Procrastin 8 Office Suite ausführen. Empfohlene Spezifikationen. Da können wir mal hier der Will It Run und Bonkel können wir auch mal hier draufhauen. Wir auch die, zur Bewertung hier anschauen können. Zumindest ich möchte hier gerne jetzt mal Will It Run. Und zwar, was will der? Der will Crosscast hin. Ich glaube, wir nehmen dann einfach hier die Komponenten, die benötigt werden, und sagen Abfahrt. Auf jeden Fall, das war's mal mit dieser Folge hier. Wie es weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Deswegen gerne Abo, Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus und sag dann.